Am 29. März 2015 wählt der Kanton Luzern den Kantonsrat und den Regierungsrat neu. Alle Schweizerinnen und Schweizer, welche im Kanton Luzern wohnhaft und über 18 Jahre alt sind, dürfen wählen oder gewählt werden. Die Personen, welche du mitwählst, werden für die nächsten 4 Jahre deine Interessen in der kantonalen Politik vertreten. Der Regierungsrat ist die Regierung des Kantons Luzern. Er besteht aus 5 Personen und wird mit dem Majorssystem gewählt. Gewählt sind jene Personen, welche das absolute Mehr erreichen, also die Hälfte der gültigen Stimmen, aufgerundet auf die nächste ganze Zahl. Der Kantonsrat ist das Parlament des Kantons Luzern. Er besteht aus 120 Mitgliedern und beschließt unter anderem über neue Gesetze. Der Kantonsrat wird mit der Proporzwahl gewählt. Das heißt, dass du nur Personen wählen kannst, welche in deinem Wahlkreis wohnhaft sind. Jeder Wahlkreis hat eine Anzahl Sitze zur Verfügung. Je mehr Einwohner dein Wahlkreis hat, desto mehr Kandidaten kannst du wählen. Wohnst du beispielsweise in Entlebuch, hast du 7 Sitze, die du wählen kannst. Nun kommen wir zum eigentlichen Teil. Wie wählen wir überhaupt? Das ist gar nicht so schwer. Am besten nimmst du deine Wahlunterlagen gleich hervor und machst mit. Als erstes öffnen wir das Kuvert, aber Achtung, das Kuvert darfst du nicht aufschneiden. Reiße es vorsichtig der Lasche nach auf. Nun nehmen wir den Inhalt heraus und legen das Kuvert zur Seite, denn wir brauchen es später wieder. Jetzt schaffen wir ein bisschen Ordnung. Wir machen am besten gleich mehrere Stapel. Auf den ersten legen wir die Wahlzettel des Kantonsrats. Auf den zweiten kommt der Wahlzettel des Regierungsrats. Auf den dritten legen wir den Stimmrechtsausweis und die Kuverts. Es gibt sehr viele Parteien und noch mehr Kandidatinnen und Kandidaten. Die Wahl fällt hier oft sehr schwer, da man die Kandidaten nicht kennt. Auf unserer Website kannst du herausfinden, welche Kandidaten am besten zu dir passen. Geh auf www.easyvote.ch und klick auf Wahlen. Fülle dort den Fragebogen aus und du erhältst deine persönliche Wahlempfehlung. So, nun geht's los mit der Wahl. Wir beginnen mit der Wahl des Kantonsrats. Nimm die Listen des Kantonsrats zur Hand. Es gibt schon vorgedruckte Listen und eine ganz leere Liste, welche du selber ausfüllen kannst. Am Schluss darfst du aber nur eine Liste abgeben. Und pro Zeile darfst du nur einen Kandidaten aufschreiben. Wir machen mal ein Beispiel. Wenn du keine Partei besonders unterstützen möchtest, nimm die leere Liste und schreibe dort deine Wunschkandidaten darauf. Jeden Kandidaten darfst du maximal 2-mal auf diese Liste schreiben. Nun siehst du, dass wir hier noch Linien freigelassen haben. Wenn du eine bestimmte Partei, aber nicht bestimmte Personen dieser Partei unterstützen möchtest, kannst du am oberen Rand diese Partei hinschreiben. Die leeren Zeilen kommen dann als Stimmen dieser Partei zugute. Du kannst aber natürlich auch alle Zeilen ausfüllen, dann bringt es allerdings nichts, wenn du oben eine Partei hinschreibst. Wenn du eine Partei unterstützen möchtest, die eine vorgedruckte Liste hat, dann brauche diese. Wir möchten in unserem Beispiel nun die Humoristenpartei unterstützen, also nehmen wir diese Liste hervor. Nun kannst du diese Liste folgendermaßen anpassen. Erstens, du kannst sie so belassen, wie sie ist. Zweitens, du kannst Kandidaten, die dir nicht gefallen, streichen, um einen Kandidaten doppelt aufzuführen. In diesem Beispiel streichen wir Max Merino und schreiben Helena Frisch doppelt auf die Liste. Das nennen wir Streichen und Kumulieren. Drittens, du kannst einen Kandidaten, der dir nicht gefällt, streichen, um einen Kandidaten einer anderen Liste hier aufzuführen. Hier im Beispiel streichen wir Daniela Zepter und schreiben Simon Jäger auf die Liste. Das nennen wir Streichen und Panaschieren. Häufig ist auf einer Liste am unteren Ende noch etwas Platz verfügbar. Dort kannst du nun noch weitere Kandidaten hinschreiben, die dir gefallen. Dabei darfst du ebenfalls Kandidaten einer anderen Liste aufführen. Hier im Beispiel machen wir das mit Sascha Feigenwinter und Martin Stocker. Auch das nennen wir Panaschieren. Nun haben wir den Kantonsrat gewählt. Lege die ausgefüllte Liste in greifbare Nähe. Jetzt wenden wir uns der Wahl des Regierungsrats zu. Nimm die Listen des Regierungsrats zur Hand. Es gibt schon vorgedruckte Listen und eine ganz leere Liste, welche du selber ausfüllen kannst. Das machen wir jetzt einmal. Aber Achtung! Hier darfst du jeden Kandidaten nur einmal aufführen. Außerdem darfst du maximal 5 oder weniger Kandidaten aufschreiben.
Achte zudem darauf, dass du die Kandidaten für den Regierungsrat nicht mit denen des Kantonsrats verwechselst. Nun ist Endspurt angesagt. Geh nochmal deine beiden Listen durch. Sind alle Kandidaten, die du wählen möchtest, auf deinen Listen vorhanden? Sind alle Kandidaten lesbar? Hast du die Namen und die Kandidatennummern vollständig und richtig geschrieben? Sehr gut. Dann nimm deinen Stimmrechtsausweis und unterschreibe ihn. Wenn du nicht unterschreibst, ist deine Wahl ungültig und die ganze Arbeit war umsonst. Nimm nun die Kuverts zur Hand. In das kleinere Kuvert musst du deine Listen reinpacken und es zukleben. Anschließend kommt das kleinere Kuvert ins große Kuvert. Nun lege deinen unterschriebenen Stimmrechtsausweis ebenfalls in das große Kuvert. Und zwar so, dass die Adresse deiner Gemeinde vorne zu sehen ist. Nun klebe das Kuvert gut zu. So, nun kommt der letzte Schritt. Das Kuvert muss jetzt natürlich irgendwie zurück zu deiner Gemeinde kommen. Du kannst es per Post schicken. Vergiss jedoch nicht, das Kuvert, falls nötig, zu frankieren. Per B-Post reicht es bis zum 24. März 2015. Mit A-Post bist du am 26. März mit dabei. Später kannst du es nur noch in den Gemeindebriefkasten werfen oder am Sonntag persönlich bei der Wahlurne vorbeigehen. Nun hast du gewählt. War doch gar nicht so schwierig, oder? Jetzt neu. EasyVote für Smartphones. Downloade jetzt die EasyVote-App. Verfügbar für iPhone und Android.